Ja, also, hallo. Von meiner Seite kann es losgehen. Ich möchte euch gern was über die Custom Fields erzählen, die es seit Joomla 3.7 gibt und die mittlerweile zu einem unverzichtbaren Tool für mich geworden sind, weil man damit sehr kreative Dinge anstellen kann. Und vor allem habe ich immer die Benutzung der Seite durch den User im Hinterkopf und wie der möglichst einfach Inhalte einfügen kann, ohne da jetzt groß irgendwas formatieren zu müssen, irgendwelche Styles zu vergeben, Angst hat, damit irgendwie die Seite kaputt zu machen. Und da leisten die Custom Fields mir sehr, sehr gute Dienste, muss ich sagen. Ganz grundsätzlich gibt es seit Joomla 3.7 die Custom Fields, die man unter Inhalt Felder anlegen kann. Da gibt es verschiedene vorgefertigte Typen wie Text, Textfelder, Zahlen, Kalender und so weiter. Das kann sich eh jeder selbst anschauen. Und diese Felder können Feldgruppen zugeordnet werden, die man auch Kategorien wieder zuordnen kann, sodass man Feldgruppen nur in bestimmten Kategorien zur Verfügung hat. Man kriegt dann oben beim Artikel-Editor einen eigenen Reiter, wo dann diese Felder in einer Feldgruppe zur Verfügung stehen und durch den User befüllt werden können. Es gibt bei den Einstellungen jedes Felds eine Einstellung für die automatische Anzeige. Also das ist hier drüben, wo man festlegen kann, wo dieses Feld grundsätzlich angezeigt werden soll. Nach dem Titel, vor dem Inhalt, nach dem Inhalt oder keine automatische Anzeige. Damit kann man ganz klassisch oder ganz einfach mal einen Produktkatalog machen oder eine Rezeptliste, wo man Felder für die Zutaten, für die Zubereitungsart, für die Dauer, für die Personenanzahl, das alles in Feldern definiert und das wird einfach ausgegeben, zum Beispiel nach dem Inhalt als Zusatzinformation zu einem Artikel oder eine Filmliste, wo ich Felder anlege, die Schauspieler, Filmtitel, Regisseur, ja, und das lasse ich mir einfach unterhalb des Inhalts automatisch ausgeben und habe einfach so mal Zusatzinformationen. Das ist für auch ungeübte Anwender wahrscheinlich relativ leicht nachzuvollziehen, wie sowas funktioniert. Man kann damit aber auch recht kreative Dinge anstellen und vor allem im Zusammenhang mit Template Overrides und alternativen Layouts. Wer arbeitet schon mit Overrides und alternativen Layouts hier? Also gut, die Begrifflichkeiten sollte jeder kennen. Man kann, weiß nicht, ob man das lesen kann oder sieht man hier nicht. Man sieht hier die Override-Funktion eines Templates. Das heißt, man klickt im Template auf nicht im Stil des Templates, sondern im Template selbst auf Override erstellen und kann dann hier auswählen, von welchem Modul, welche Komponente und so weiter ein Override angelegt werden soll und hat ihn dann in der Struktur im HTML-Ordner des Templates zur Verfügung. Das wäre grundsätzlich mal das, kleiner Moment, der Default-PHP, die man hier sieht. Die wäre grundsätzlich die Default-Standard-Ansicht und ich kann die aber auch kopieren und umbenennen und habe die dann bei den Artikeloptionen, zum Beispiel hier habe ich eine Möbel-PHP gemacht als Ansicht für ein Beispiel, das ich dann zeigen werde und habe die dann in den Artikeloptionen zur Verfügung bei der Auswahl beim Layout. Man kann hier drüben dann Möbel auswählen. Damit habe ich jetzt nicht großartig designt, aber zum Beispiel einen kleinen Möbelshop gemacht, der man sieht hier einen Preis, man sieht hier einen Kurztext, man sieht hier ein Einleitungsbild und hier oben einen Angebotspreis. Das alles soll der User möglichst einfach befüllen können, ohne jetzt irgendwie Angst haben müssen, dass da irgendwas kaputt gemacht wird. So schaut das dann in einer Detailansicht aus. Da gibt es eine Beschreibung, es gibt den Preis, den Angebotspreis wieder, es gibt eine Größe und es gibt einen Designer. Das alles wird über Custom Fields befüllt.
Ich zeige das jetzt, wie das ausschaut hier im Frontend. Ich habe jetzt hier mal Screenshots gemacht. Wir können uns das Ganze auch live an dem Beispiel anschauen und ausprobieren. Kann man das irgendwie erkennen? Warum ist das so hell? Kann man nicht, soll ich das mal dunkler stellen? Bringt das irgendwas? Nein, das war nur die Beamer-Fernbedienung. Mal gucken. Okay. Ja, weil das ist irgendwie, kann man das hier kaum erkennen. Grundsätzlich ist das Frontend-Editing eines jeden Artikels und ich habe hier oben Möbelinfos als Reiter im Editor. Habe hier einen Einleitungstext, wo der User was hineinschreiben kann. Das ist einfach nur ein Textfeld, sonst nichts. Er braucht keine Angst haben, Größen, Schriftarten, sonst irgendwas. Er schreibt einfach nur einen Einleitungstext rein. Er schreibt bei der Beschreibung einfach nur Text hinein, ohne sonstige Formatierungen. Er schreibt bei der Größe eine Zahl rein und er schreibt beim Designer einen Namen hinein. Und das Ganze wird in dem Beispiel hier der Reihe nach, so wie ich das vordefiniert habe, mit einem fetten Label angegeben, ohne dass der User irgendwas sonst tun muss. Es gibt ja ein weiteres Custom Field, also eine Custom Field Gruppe, die ich gemacht habe, die hier Preis heißt, und der User gibt einfach hier bei Preis eine Zahl ein und das ist der Preis, der angezeigt wird. Das Special, das ich gemacht habe hier, also es gibt ja auch noch einen Angebotspreis. Und wenn der User einen Angebotspreis angibt und nur dann erscheint dieses Feld. Das heißt, der User kann ganz, ganz einfach Preise auszeichnen in diesem Beispiel. Er kann Angebotspreise eingeben, die dann besonders hervorgehoben werden. Er muss sich um keine Styles kümmern, er muss sich keine Gedanken machen, wo das platziert wird, irgendwie dann im Editor auf Styles klicken und da irgendwie was Besonderes beachten. Er gibt einfach nur die Zahlen ein und es wird automatisch richtig formatiert. Das ist eine kostenpflichtige Erweiterung, die ich sehr, sehr gerne einsetze als Artikel. Galerie ist aber auch als Custom Field umgesetzt, nennt sich Showtime Image Gallery. Und ich habe wenige Galerien gefunden, die so einfach zu benutzen sind, weil sie direkt in den Artikel integriert sind. Viele Galerien, die als Komponente funktionieren, muss man dann zuerst auf Komponenten klicken, dort eine neue Gallery anlegen, die Bilder hochladen, irgendwie benennen. Dann brauche ich ein Plugin oder ein Modul, das ich dann in den Artikel einbinde, damit ich diese Gallery dann beim Artikel dabei habe. Das ist ein Schritt, der für viele normal Benutzer einer Webseite nicht nachvollziehbar ist, warum das so kompliziert sein muss, warum ich da zuerst eine Komponente brauche und warum das getrennt ist vom Artikel. Dieser Custom Field Gallery ist das wirklich verzahnt mit dem Artikel und es ist absolut nachvollziehbar. Ich habe einen Artikel, ich klicke auf den Reiter Bildergalerie, ich habe hier die Möglichkeit, die Bilder hochzuladen und die Bilder auch mit Drag and Drop zu verschieben. Es gibt verschiedene Layouts, die man einstellen kann, entweder global für die gesamte Gallery oder auch bei jeder einzelnen Gallery unterschiedliche Ansichten. Also finde ich sehr, sehr praktisch. Und der Benutzer sieht gar nicht, dass das irgendwas Separates ist. Für den ist das da ein Bestandteil, ein Integrativ. Genau, also dass man installiert diese Komponente, dann legt man ein, ab dann hat man ein neues Custom Field zur Verfügung, das eben Showtime Gallery heißt. Das lege ich dann an, definiere für welche Kategorie das gelten soll, habe das dann zur Verfügung und der User hat diesen neuen Reiter, wo er Bilder hochladen kann und die Reihenfolge ändern. Die Darstellung der Gallery kann ich entweder eben über die globalen Optionen festlegen oder er kann auch selber hier etwas auswählen. Das Tolle ist, man kann auch dieses Custom Field dieser Gallery überschreiben. Hier ist nur ein Codebeispiel, aber die Idee, die ich bei diesem Beispiel hatte, wenn wir uns das anschauen, der User hat hier eine Galerie bei dem Artikel. Das schaut dann so aus, das sind hier die Vorschaubilder, die kann er alle vergrößern. Als Benutzer müsste er jetzt noch ein eigenes Vorschaubild hochladen, damit dieser Artikel in der Ansicht hier ein Bild hat. Finde ich für den Benutzer
er kann das nicht nachvollziehen. Er hat doch gerade die Bilder in die Gallery hochgeladen. Warum muss er jetzt nochmal auf einen anderen Reiter klicken, um dort ein Einleitungsbild hochzuladen? Ist irgendwie doppelte Arbeit und ist irgendwie unverständlich, ihm das zu erklären. Man kann diese Gallery, dieses Gallery-Feld auch überschreiben mit einem Override. Und was ich gemacht habe, war die Abfrage, wenn die Ansicht Blog oder Featured ist, weil die Startseite ist ein Haupteintragsblog, dann nimm nur das erste Bild und zeige nur das erste Bild an. Und somit habe ich das erste Bild der Gallery gleichzeitig als Intro-Bild. Und er kann mit Drag and Drop in seiner Gallery die Bilder verschieben und immer das erste Bild wird automatisch dieses Bild sein in der Blog-Ansicht. Und das finde ich ein sehr, sehr praktisches Feature und auch logisch für einen 0815-Benutzer, der sonst nicht verstehen würde, warum er da jetzt mit den Bildern doppelt auf zwei verschiedenen Reitern Bilder hochladen muss. Und in der Einzelansicht bleibt eben die ganze Gallery als, mit allen Bildern, die er hochgeladen hat. Das finde ich ein extrem wertvolles und praktisches Anwendungsbeispiel. Was man hier auch nicht so erkennen kann, weil der Bildschirm so hell ist. Ich habe auch die Möglichkeit, einzelne Produkte nochmal gesondert hervorzuheben. Auch über die, wenn ich da jetzt nochmal zurückspringe bei den Optionen, wo war das? Entschuldigung, nochmal zurücksprungen. Ich habe hier ein Feld gemacht, Special Deal. Das ist ein Dropdown-Menü, wo er zwei Optionen auswählen kann, Special 1 und Special 2. Und je nachdem, was er hier auswählt, bekommt ein Möbelstück in der Ansicht eine andere Hintergrundfarbe zum Beispiel, um nochmal gesondert hervorgehoben zu werden. Also einzelne Artikel in einer Blog-Ansicht farbig zu hinterlegen, ohne dem User irgendwas von Klassen oder sonstige Dinge erklären zu müssen, der keine Ahnung hat von HTML und CSS und Angst hat vor eckigen Klammern und finde ich sehr, sehr einfach, ihm zu sagen, okay, wähle einfach hier Special 1 oder Special 2 aus. Es wird automatisch die vordefinierte Farbe für Hintergrundfarbe für ein Produkt in der Übersichtsansicht ausgewählt werden. Was auch noch ein Beispiel ist, was mir sehr oft unterkommt, ist, der User möchte gerne ein Spaltenlayout in seinem Artikel haben. Eine Zweidrittel- und eine Eindrittelspalte in seinem Layout. Jetzt könnte ich eine Vorlage bauen mit einem Bootstrap-Grid und ihm sagen, in dem einen Feld schreibe ich einen vordefinierten Text rein, in das andere auch und du darfst das markieren und dort das hineinschreiben, was du willst. Und er drückt einmal zu viel auf Backspace und das Ganze Grid ist kaputt, weil er irgendwas von dem Div gelöscht hat und nicht mehr funktioniert. Macht den meisten Leuten Angst und mir auch als Webmaster, weil ich dann die Anrufe kriege irgendwann um 7 Uhr am Abend, ich wollte gerade irgendwas ändern und die komplette Seite ist zerschossen. Ja. Ich habe hier eine Custom-Feldgruppe gemacht. Es ist schade, dass der Beamer so hell ist, dass man das irgendwie nicht gut erkennen kann. Aber es ist. Ja, ich meine, ja. Das ist Keynote, ja, aber. Also, wenn. Also wenn ich die Bildschirmhelligkeit verändere, wird das da nichts bringen, glaube ich. Runter auf die Hälfte.
Okay. Ja, was man hier sieht, ist halt auch die Feldgruppe, die ich gemacht habe für die Drittelaufteilung. Das heißt, das ist nicht das normale Editorfenster, das man sieht, das Beitrag, sondern es ist da oben ein Reiter angeklickt worden, der heißt Drittelaufteilung. Und der bekommt in dieser Drittelaufteilung zwei Editorfenster untereinander. Eines, das heißt Zweidrittelspalte hier und eines heißt Eindrittelspalte. Und die kann er ganz normal befüllen und es wird das... Das sind zwei Custom Fields übereinander, genau in einer Feldgruppe. Es gibt eben ein Custom Field, das heißt Editor. Da habe ich zwei Custom Fields gemacht, in einer Feldgruppe angeordnet. Und er bekommt als zum Bearbeiten, er geht gar nicht in den normalen Editor hinein, wenn er den Beitrag öffnet, sondern er klickt gleich auf das Drittel-Layout, bekommt diese Ansicht mit den zwei Editor-Feldern übereinander, kann hier ganz normal den Inhalt bearbeiten, wie er das sonst auch tun würde, nur dass es automatisch ein vordefiniertes Bootstrap-Grid von mir im Override angelegt ist, das eine Zweidrittel-Eindrittel-Darstellung. Ja. I could, yeah. I mean, there are many ways to achieve the same solution, I think, but this is one. Yeah. Yeah. Yeah, bitte. Yeah. Das stimmt. Das stimmt. Das zum Beispiel, ein Beispiel wäre auch, wenn ich eine Blog-Ansicht hätte, wo ich dann keinen Intro-Text mehr hätte. Dann müsste man den Intro-Text im normalen Editor-Fenster befüllen und dann die Zweidrittel-, Eindrittel-Aufteilung in diesem Reiter machen. Ja, ist. Es. Naja, nein, ich kann ihm erklären, wenn es um den Intro-Text geht, dass er den Intro-Text nicht hier angeben muss, sondern den Intro-Text muss er halt davor machen. Es ist natürlich, kommt immer auf den Anwendungsfall an. Ich zeige hier einfach ein paar Beispiele, die mir unterkommen, die, wofür ich finde, dass das ganz gute Lösungen sind und ich immer halt die leichte Benutzbarkeit im Hinterkopf habe. Ja. Vielleicht noch vorher zurück zu der Hintergrundfarbe. Was da passiert in meinem Override ist, dass ich abfrage, ist in dem Dropdown-Menü Special 1 oder Special 2, ist da etwas ausgewählt? Und wenn ja, dann vergibt dem Artikel-Tag eine spezielle CSS-Klasse und damit wird sie halt eingefärbt. Und genau dasselbe passiert auch mit dem Angebotspreis. Da wird auch einfach in dem Override geschaut, ist in dem Feld Angebotspreis etwas drinnen? Wenn ja, dann streich den normalen Preis durch, nimm das Feld Angebotspreis, schieb's nach oben, markier's rot und möglicherweise animier's vielleicht auch noch. Also das sind Abfragen, die ich im Override gemacht habe, um bestimmte Darstellungen, wo der User eben nicht mehr überlegen muss, sondern das passiert einfach automatisch. Und da kann er einfach auch nichts kaputt machen. Also da kannst du auch eine Abfrage machen, wenn nur das erste Feld befüllt ist, dann mach eben keine Zweidrittel-, Eindrittel-Aufteilung, sondern mach es über die ganze Breite und sind wirklich nur sehr, sehr, sehr basic Einstellungen und Darstellungen, soll aber ein bisschen eine Idee geben, was möglich ist und wie man die kreativ nutzen kann. Ich habe ein anderes Beispiel von einer Seite, die ich seit Ewigkeiten betreue. Da ist der die Idee, der hat Filme, die er Jugendlichen zur Verfügung stellt, die dann darüber diskutieren. Und er hat eine Filmdatenbank auf der Seite und jeder Film hat im Normalfall einen Button mit einem Trailer und einen Button mit Extras. In dem Extras geht ein Modal Window auf, eine Lightbox, wo PDFs angezeigt werden. Was bis dahin passiert ist,
oder wie das bis dahin befüllt wurde, der hat einen zweiten Artikel angelegt, wo er die PDFs oder vielleicht zusätzliche Bilder angelegt hat. Das heißt, er hat einen Artikel für den Film, einen zweiten für die Extras. Und dann musste er halt den Button mit diesem zweiten Extras-Artikel verlinken, mit einer Klasse, dass das dann in einer Lightbox aufgeht. Ist mega mühsam. Der zweite Artikel erscheint in der Suche. Gut, könnte man wahrscheinlich irgendwie ausschließen, aber theoretisch ist er halt einfach da. Er wird möglicherweise von Google extra indiziert und direkt verlinkt. Also das sind lauter Dinge, die man da beachten muss, die jetzt nicht so wahnsinnig super sind. Und es ist irgendwie auch wieder halt kompliziert, dass ich zuerst den Film anlegen muss, ich muss einen zweiten Artikel mit den Extras anlegen. Dasselbe ist mit dem Trailer, wo er einen YouTube- oder Vimeo-Link eingibt und auch, dass es in einer Lightbox aufgeht, muss er auch den Button, dem Link eine bestimmte Klasse geben, dass das funktioniert. Haut auch nicht immer hin, weil wird gerne vergessen, dass man dann auch eine Klasse vergeben muss und nicht einfach dann das Video abgespielt wird. So schaut das dann aus. Vorher als auch jetzt. Habe ich auch mit Custom Fields umgesetzt. Da sieht auch der User sieht jetzt nur mehr dieses Custom Field mit einem Editor-Fenster, wie vorne das Editor-Fenster des normalen Artikels. Hier kann er seine Zusatzinformationen eingeben und das Ganze geht dann automatisch in einer Lightbox auf. Dasselbe mit dem Trailer-Video. Ja, wenn man die Mediabox von JCE kennt oder Modal von Regular Labs, klar kann man das machen. Und man kann eben muss dem User halt sagen, er muss da die Klasse vergeben, damit dieser Button erscheint, damit der Link erscheint. Ist mühsam. Ja. Jetzt hat der User einfach nur ein Custom Fields mit Trailer, kopiert den Link rein, fertig. Mehr muss er nicht tun. Finde ich relativ praktisch. Die Idee ist, hier nur der Quellcode, also es gibt hier die Klasse Extras und Extras neu, bla bla. Ich habe hier zwei verschiedene Modals-Varianten eingebaut, weil ich es mit beiden probieren wollte. Das eine ist das Modal von Regular Labs, das andere ist die Mediabox von JCE, die beide diese Lightboxen machen. Beide lassen sich in den Custom Fields wunderbar einsetzen und verwenden, dass das funktioniert. Das ist der Override in dem Artikel. Genau. That's it. Ja, das sind, also Foto fertig. Das sind die Erweiterungen, die ich hier in diesen Beispielen verwendet habe. Also das ist der JCE-Editor mit der Media-Box, die ich immer wieder gerne verwende. Es ist diese Showtime Image Gallery, die ich extrem praktisch finde und im Moment die Galerie meiner Wahl ist, weil ich sie sehr userfreundlich finde. Das sind die Regular Labs Modals für eine Lightbox. Das war es im Prinzip jetzt da von den Beispielen, die ich hier vorbereitet habe. Wenn Sie wollen, können wir uns das gerne jetzt dann auch live in Action anschauen. Wir können die Artikel befüllen, wir können die Custom Fields ausprobieren. Was ich auch noch vergessen habe zu sagen, beim Editor gibt es eine sehr, sehr wichtige Einstellung, die man nicht vergessen darf beim Editor Custom Field. Da gibt es eine Einstellung, was in dem Editor Field erlaubt ist und da kann man auswählen sicheres HTML, weil sonst schmeißt er nämlich alle Überschriften, wenn der User da Bilder ausgewählt hat und hochgeladen hat, ist alles weg und es bleibt nur mehr Text übrig. Ja, also sicheres HTML erlauben in dem Custom Field, dann kann der User dort auch Bilder hochladen, Links setzen, Überschriften definieren und so weiter. Das ist eine wichtige Einstellung, die man gerade am Anfang sehr gerne vergisst. Ja, wir können zu den Beispielen übergehen. Oder gibt es Fragen? Das ist ein großes Problem der Custom Fields, wo ich immer noch hoffe, dass das irgendwann mal besser gelöst wird. Die Custom Fields sind derzeit nicht durchsuchbar, soweit ich weiß. Es gibt Filtererweiterungen von Drittanbietern. Ich habe da noch nicht wahnsinnig viel Erfahrung mit den Filtern. Grundsätzlich, was ich gehört habe, ich glaube, der JA Mega Filter kann mit den Custom Fields umgehen. Ich glaube, da hat Viviana mal Erfahrung mit dem Filter.
Okay. Ja. Okay. Okay. Ah ja, cool. Okay. Ja. Okay. Ja, würde mich. Ja, also diese Beispiele waren jetzt absolute Basic-Vorstellungen, aber es soll ein bisschen eine Idee geben, was man damit tun kann. Und ich finde es extrem spannend, Abfragen zu machen, die dann CSS-Klassen vergeben. Da sind echter Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wirklich gefinkelt wird es dann. Es gibt dann SQL-Custom-Fields, wo man SQL-Abfragen machen kann. Man kann User holen. Also man kann da wirklich recht viele verrückte Dinge mit den Custom Fields machen. Und das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Ja, will jemand die Custom Fields, die vorbereiteten, hier ausprobieren oder soll ich das herzeigen? So, gut, gute Frage. Warum sehe ich den Browser nicht in. Hat jemand eine Ahnung? Ja, eben, ich sehe ihn hier schon, aber ihr seht ihn nicht. Displays. Show mirroring options in the menu bar when available. Interessant. Mirror displays. Ja. Gut. So. Wir sind hier in dem. Kann man das irgendwie sehen? Genau. Wir sind hier in dem Möbelbeispiel. Das ist der, die Startseite. Ich melde mich da jetzt an oder bin ich eh angemeldet sogar? Hatte das noch? Das ist eine Featured Overview. Also das sind die Hauptartikel, weil die Idee war, dass ich halt verschiedene Möbelkategorien habe und auf der Startseite kann ich aber die Möbelstücke aus verschiedenen Kategorien als Haupteintrag definieren und sie wandern auf die Startseite und ich habe in den Untermenüs halt dann Kästen, Sessel, Tische, die verschiedenen Kategorien. Also das ist die Featured Übersicht und wenn ich jetzt, ich melde mich an. Wenn ich jetzt den Artikel bearbeiten gehe, weiß nicht, ob man das jetzt besser sieht. Ah ja, jetzt sieht man es besser, genau. Jetzt habe ich halt, bin ich im Artikelbearbeitungsmodus. Ich habe hier meinen Preis, Custom Field. Ich gebe hier 15 ein. Das ist der Standardpreis. Ich sage, der Angebotspreis ist 10. Gehe auf Speichern. Mein Designersofa hat auf einmal dieses schöne, hübsche Ding bekommen. Und unten ist der 15er Preis durchgestrichen. Easy, würde ich mal sagen. Das kann jeder 0815-User. Dasselbe sind die Möbelinfos. Es ist einfach nur Text, Beschreibung, Größe, Designer, fertig. Mehr ist da nicht. Es ist die Bildergalerie, die hier so aussieht, die ich hier einfach verschieben kann mit Drag and Drop. Das ist eine kostenpflichtige Erweiterung, die ich aber also im Moment gerade sehr, sehr, sehr gerne mag. Und ich habe jetzt dann ein anderes Einleitungsbild bekommen, weil ich die Reihenfolge geändert habe. Ich kann jetzt diesem Möbel
hier beim Preis den Special Deal 1 geben und das ganze Ding fängt an zum animiert zu sein und hat eine gelbe Hintergrundfarbe bekommen. Ist jetzt alles nicht designt, wahnsinnig toll, soll einfach nur zeigen, was möglich ist. Ja? ich finde halt, dass es das sehr, sehr, sehr einfach macht, die Dinge zu befüllen. Und genau dasselbe ist die Zweidrittel-Eindrittel-Aufteilung, das könnt ihr euch, glaube ich, eh vorstellen. Ja, Fragen dazu? Ja. Ja. Ha, den habe ich, ist ein gutes Beispiel. Ja, es ist halt kein echter Filter, weil der blendet halt einfach aus mit Display an. Aber ich hab den gerade auf einer Testseite im Einsatz, das stimmt. Da hat sie so ein Isotope-Skript, wo die so ein Masonry-Layout und man kann dann oben entweder nach Tags oder nach Kategorien filtern. Ich kann es an einer Seite her zeigen, die noch nicht komplett fertig ist, die gerade in meiner Überarbeitungsphase ist, aber das wäre auch ein Override, wo Custom Fields im Einsatz sind. Das ist. Da gibt es jetzt eine Medienart, das sind Tags und die Mediennamen sind Custom Fields. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich möchte, da unten werden dann die Medien aufgelistet, in denen sie vorkommt, aber ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte alle Medienart, also alle Beiträge aus Ö1 haben und sie sind jetzt hier gefiltert. Ja. Genau, da gibt es dann bei dem Artikel ein Feld, das heißt Medienname und da trage ich einfach das Medium ein. Und nein, da geht ein Feld. Da geht ein Feld und wenn es Ö1 schon gibt, dann wird es halt dann kommt es nicht noch neu dazu, sondern Ö1 gibt es ja zum Beispiel hier schon, aber bei Ö1 zeigt er mir dann alle an, die halt das Custom Field Ö1 haben. Ja, nein, weil das ist ja über die Tags gelöst und die Tags kann ich sowohl über Print als auch Web vergeben. Na, das geht nicht, nein. Also zwei Mediennamen geht in dem Fall nicht. Ja. Ist aber in dem Use Case auch nicht wahrscheinlich. Aber das, ja. Weil es verwirrend ist, weil ich dann immer für jedes Medium zuerst ein Tag anlegen müsste, um es auswählen zu können. Und so bearbeite ich einfach den Artikel, schreibe das Medium, den Mediumnamen rein und er erscheint automatisch oben in der Filterliste als neues Medium. Also finde ich auch ein bisschen praktischer als vorher. Bevor ich den Artikel überhaupt anlege, muss ich das Tag anlegen, damit ich es nachher in der Artikelbearbeitung verfügbar habe, finde ich wieder einen Schritt zu viel. Das ist Freitext. Das heißt, wenn man OÖ-Nachrichten eintippt, hat man dann die oberösterreichischen Nachrichten in den OÖ-Nachrichten. Ja. Hat man sehr viel Disziplin, der User. Ja, klar, der User muss halt dann auch die Liste immer wieder überprüfen und. Ja, ich meine, ganz deppensicher, wie man so schön sagt in Österreich, kann man es eh nicht machen, aber der User muss halt dann da oben die Filterliste anschauen. Das kann man sicher natürlich auch noch schöner lösen. Man kann die Filter vielleicht über Off-Canvas ein- und ausblenden, damit sie da nicht so prominent im Weg stehen. Ist, wie gesagt, noch in Bearbeitung, aber die Funktionalität ist grundsätzlich mal das, was die Kundin wollte. Nämlich wichtig war in dem Fall, dass die Medien ganz prominent
damit dass man gleich sieht, welche, in welchen Medien kommt sie vor. Das ist ein Override, der mit Tags und Custom Fields funktioniert. Ja, genau. Also es ist ein eigener Menütyp. Man kann ja auch Menütypen anlegen. Es ist ein eigener Menütyp, der dieses Isotope-Skript, diese Isotope-Darstellung hier aufruft. Und da ist dann der Override mit diesem Filter dann drinnen. Ja. Noch verrückte Ideen, wo ihr irgendwie Input braucht, wie man die vielleicht mit Custom Fields umsetzen könnte. Ja. Dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite mit den Custom Fields. Vielen Dank fürs Zuhören.